Hey und willkommen zurück zur nächsten Folge des Minecraft Eden Let's Plays und ich glaube, so langsam kratzen wir wirklich an der Folge 30. Ich habe bloß den Überblick verloren, aber ich bin super zufrieden, wie sich unser Häuschen hier so stetig weiterentwickelt. Es ist einfach nur schön und es macht super viel Spaß. Ich hoffe, euch macht es auch immer noch super viel Spaß. Und damit das so bleibt, baue ich jetzt einfach weiter, denn ich habe zwischen den Folgen nochmal ganz kurz überlegt, ob ich zufrieden bin mit der Treppe und 100% war ich es noch nicht. Zum einen ist das Problem, das Ganze sieht ein bisschen unübersichtlich aus. Es ist halt sehr viel dunkler Stein und so weiter. Das liegt unter anderem daran, dass ich das hier halt mit Blöcken gemacht habe. Da möchte ich nämlich gleich mal Steinmauern ausprobieren. Plus, hier oben fand ich blöd, dass das der gleiche Block dann ist wie die letzte Treppenstufe. Da wollte ich entweder Diorit mal ausprobieren, also was Helles, oder diese normalen Steine. Stufen, also diese polierten Steinstufen. Ich weiß gar nicht, wie man die macht, ehrlich gesagt. Es wird aber hoffentlich nicht so schwer sein. Mann, wie komme ich denn jetzt hier wieder hoch? Ey, jetzt, oh Mann, jetzt muss ich ja wirklich einmal drumherum laufen, ey, top. Ja, genau, das wollte ich jetzt nochmal schnell ändern. Das sollte eigentlich relativ schnell gehen. Und dann mache ich das, was ich in den letzten Folgen halt eigentlich schon gemacht haben wollte. Und zwar das Äußere des Hauses mal fertig soweit gestalten. Wir werden vielleicht noch ein bisschen schon mal so rum experimentieren mit kleinen Deko-Elementen, wie zum Beispiel so kleinen Laternen oder sowas, die hier super ans Haus ranpassen. Will ich aber noch nicht zu viel machen. Ja genau, hier machen wir, warte, ich muss mal ganz kurz gucken, wie man die craftet, weil man hat ja jetzt auch normale Steinstufen, also die so aussehen wie Stein. Dann habe ich das Gefühl, dass wir was anderes brauchen als Stein. Erstmal brauchen wir überhaupt Stein. Falsches Loch. Passiert mir nicht so oft. So, hier. Dort muss ich hin. Nee, das ist nämlich falsch. Das auch. Wie macht man denn diese polierten Steindinger? Warte mal, jetzt muss ich das echt suchen. Warte, da, die hier. Glatter Stein, wie mache ich glatten Stein? Ach, Stein nochmal gebraten, stimmt. Da mache ich jetzt aber nicht zu viele. Ach ja, das ist schon schön. Ne, zum Beispiel hier den Außenbereich möchte ich machen. Da sollen überall Lagerfeuer hin. Habe ich mich übernommen? Bestimmt. Ist es mir egal? Ja. So, warte mal, jetzt reicht eigentlich noch einer. Und dann können wir ja diese Sägemühle da verwenden. Dafür ist die halt echt praktisch, wenn du keine großen Mengen an Dingern hier machen möchtest. Guck, so, ganz einfach. 6 Stück. Gut, die hätten wir auch so machen können, stimmt, das war jetzt Quatsch. Aber zum Beispiel, wenn du nur 2 brauchst, dann kannst du da mal einen Block einfach nur verwenden und musst nicht dann super viel deines Materials dafür verwenden. Oh, wir brauchen mehr. Top. Das habe ich gut berechnet. Yeah, der Mathe King. Geiler Typ. So, warte mal, wie viel reichen da? 2. So. Warten wir den noch ab. In der Zeit können wir. Baut sich das, also geht das irgendwann kaputt hier eigentlich? Nee, ne? Ist nicht wie ein Amboss. Ey, das. Och nein. Aber die kriege ich wieder, oder? Ja. Ich habe das Ding hier noch nie verwendet. Deswegen will ich auch diesen Schuppen bauen, damit ich solche Steine, solche neuen Dinger da halt mal verwende. Plus, wir haben ja auch noch durch die Mods ein paar neue Sachen. Zum Beispiel die ganzen Rüstungsgeschichten und so möchte ich dann. Ach Mann. Ach Mann. Boah, es hat noch gereicht, gerade so. Die ganzen Rüstungsgeschichten möchte ich dann natürlich im Schuppen machen. So, warte mal, wie schaut das aus? Guck, dann kommst du hier hoch. Hast dann halt so. Aber das ist, glaube ich, doch, das ist ganz cool. Bin halt gerade ernsthaft im Überlegen, ob man den Stein durch diesen hellen Stein hier ersetzt.
Warte mal, ich kann das ja mal hier machen, ganz kurz. Und da war sie futsch. Guck, dass das dann so hier quasi aussehen würde. Ah, ich glaube, das ist nochmal besser. Das ist kontrastreicher. Ach Mensch, jetzt sind wir doch nochmal eine Treppe am Machen. Aber dann haben wir die zumindest perfekt. So, ich könnte jetzt rechnen. Mache ich aber nicht. Ich denke mal, das reicht. So, in der Zeit werde ich mir mal ein paar Leitern machen. Wir können dann auch bald wieder ein paar Bäume fällen. Aber erstmal möchte ich diese Leitern da mal erledigt haben. Ah, die sind so teuer. Mann. Wir haben bestimmt hier irgendwo Sticks drin, weil ich Sticks gerne mal, jawohl, gerne mal einpacke, obwohl man die überhaupt nicht, also super einfach selber machen kann. Aber jetzt dafür ist es halt gut. Weil dann kann ich die Leitern hier mal fertig machen. Dann kommen wir von beiden Seiten hier auch richtig hoch. So, und hier die fehlende. Und dann kommen wir hier jeweils erstmal schön runter und hoch. Da kommen dann auch nochmal solche, wie heißen das, Lupen drauf. Aber das mache ich nicht jetzt, weil das jetzt auch nicht so wichtig ist. Das ist dann auch Inneneinrichtung. Das machen wir dann eh in der nächsten Folge erst. Sind es eigentlich Eichen- oder Fichtenholzzäune? Weil ich wollte eigentlich Fichte verwenden. Aber ich glaube, ich habe Eiche hier genommen. So ist es. Nee, ist Fichte. Ach, super. Können wir den hier gleich wieder zurückpacken. Und die anderen, dafür gehen wir mal kurz da hoch. Und dann sind die Steine bestimmt auch fertig. Hier die Treppe war ich auch am überlegen, ob wir das in der Folge schon machen. Ich glaube aber eher weniger. So, wir können gleich mal hier Bäumchen fällen. Denn das Gute an den Lagerfeuern ist, dafür können wir auch mal unser Birkenholz verwenden. Was ziemlich schön ist. Weil dafür habe ich bisher noch nicht wirklich Verwendungszweck. Dafür bietet es sich aber an, denn das können wir auch nehmen. Weil das Lagerfeuer so oder so gleich aussehen wird. Deswegen baue ich hier einfach mal alle ab. Ach ja, die Mucke ist schon schön. Mann. So, da ein Setzling hin. Das bauen wir irgendwann anders auch mal weiter hier oben. Aber nicht jetzt. Das können wir irgendwann anders mal machen. Ich bin mal gespannt, wie lange es dauern wird, bis ich meine Base, sage ich jetzt mal, wirklich fertig habe. Also fertig, fertig. Ich meine, das Haus ist ja quasi fertig. Aber das Drumherum ist ja alles noch nicht mal angefangen. Also ich meine jetzt auch nicht mit Base. Ah, warte mal. Was habe ich denn jetzt eingesammelt? Weil die brauchen wir zum Beispiel nicht. Ah, Sticks wahrscheinlich. Sticks and Stones. Stones and Sticks. Machen wir das mal ganz schnell. Und dann nehmen wir die Dinger wieder mit. So. Mensch, das ist doch clever. Nehmen wir es genauso. Zack. Hier habe ich aber irgendwie nur einen bekommen, warum auch immer. Ah, da ist der zweite. Och, Mensch. So. Und ein Eichensetzling wäre auch noch cool. Ah, da. So, dann haben wir das gleich wieder richtig hier. Zack, zack. Dann gehen wir wieder runter. Es wird wahrscheinlich nicht reichen, aber vielleicht doch. So, die Steine sind hier auch fertig. Ich habe keinen Platz mehr im Inventar. Zum Beispiel das Glas könnte ich auch mal wegräumen. Das habe ich die ganze Zeit schon dabei, ohne dass ich es brauche. So. Dann machen wir hier raus nochmal die Steinstufen, weil für was anderes brauchen wir die Steine dort eh nicht. Gehen wir schlafen und dann bauen wir das da oben mal dran. Dann haben wir die Treppe soweit fertig. Das Verzieren machen wir immer mal mit der Zeit ein wenig. Das will ich jetzt noch nicht fertig machen, dass das so ins Detail gehen. Das können wir irgendwann mal so eine Zwischenfolge machen, wo wir sagen, okay, jetzt machen wir mal alles ein bisschen schöner.
Ich habe keine Spitzhacke, ne? Ja. Gut, dann nutze ich die Zeit erstmal für die Zäune hier oben. Oh, ich bin echt gespannt, wie gut ich es dann in der Inneneinrichtung schaffe. Wir brauchen sicherlich viele Zäune. Mach erstmal 30. So. Obwohl, das wird wahrscheinlich nicht reichen. Egal. Dass wir hier nicht ständig runterfallen, dafür ist das natürlich. Hier bleibt das offen oder hier? Ne, ich möchte hier offen haben, hier nicht. Warum, werdet ihr dann sehen. Aber das hier ist so geplant als Aussichtspunkt. Und hier kommt dann, dafür brauchen wir auch Zäune, merke ich gerade, kommen ja dann die Lagerfeuerdinger hin. Und das soll überdacht werden. Also es hat keinen Sinn, es ist einfach stilistisch, weil ich es cool fände, das so überdacht zu haben. Und dementsprechend wollte ich dann, dass man dann nur den kleinen Durchgang hier hat, um da durchzukommen. Ich merke bloß gerade, wir brauchen viel mehr Zäune dann noch. Man könnte jetzt hier auch Zäune hinmachen, aber ich wollte da mal Mauern ausprobieren. Ich weiß aber gar nicht, wie ich die mache. Wahrscheinlich auch mit dem Teil hier unten. Warte mal. Yeah. Oh, wie geil. Ja, doch, wir nehmen Bruchstein einfach, oder? Da brauchen wir jetzt nicht die schönen Ziegelsteine. Gibt's überhaupt Ziegelsteinmauern? Ja, doch. Gut, vielleicht brauchen wir doch Ziegelsteinmauern. Warte, ich mache mir erstmal eine Spitzhacke. Wir haben doch hier unten auch noch Eisen noch nicht gebraten, wahrscheinlich. Obwohl, das will ich mir noch aufheben, nicht, dass dann der kleine Mann mal wieder kommt. Der Händler. Weil dann würden wir so reich an Eisen werden. Na gut, reich ist übertrieben, weil Eisen ist so schnell alle, aber ihr wisst, was ich meine. Es wäre eine tolle Sache für uns alle. Aber dafür müsste der mal wieder kommen. Dann würde ich opfer jetzt mal eins. So. Eisen. Spitzhacke. Zack. Dann haben wir nämlich das. Und dann können wir nämlich hier das erstmal wieder wegmachen, weil ich nehme da doch lieber die Ziegel. Beziehungsweise ich wollte mal gucken, ob es von den dunklen Steinen da auch Mauern gibt. Vielleicht gibt es da ja auch Mauern. Das wäre zumindest toll. Hier mache ich jetzt erstmal die Dinger hin. So. Und hier. Zack, dann haben wir das. Ja, doch, so schön. Ja, doch, das gefällt mir. So ein bisschen mit Muster und so. Hier bauen wir gleich das Teil dahin. Wir können mal überlegen, wir haben ja noch ein paar von den Teilen hier, so ein bisschen zuzubauen. Weil hier fällt man ja gerne runter. Sprich, wir machen das einfach so. Ich cleverer Boy. So hier. Zack. So, haben wir das hier ein bisschen zugewachsen an der Seite. Das könnte schon wieder zu viel sein. Ja, der ist zu viel. Den machen wir hier so. Und so. Guck mal, dann ist das hier so, das ist so ein bisschen zugewachsen. Hier drüben können wir das auch noch machen. Das ist nicht so einfach, weil ich da noch nicht weiß, was da noch so hinkommt. Komme ich da überhaupt hin, ohne jetzt zu sterben? Nee, komme ich nicht. Ich brauche einen Kackstift. Der Kackstift, eile mir zur Hilfe, bitte. So, dann gehen wir da mal hoch. So, so, so. So. Haben wir die Seite zumindest ein bisschen. Das können wir ja später nochmal schöner machen. Die Seite sieht man ja nicht. Weißt du?
Du musst immer nur die Seiten schön machen, die man auch sieht. Wie geht's den Schweinen hier unten? Ach, die sind feuchtfröhlich. Das ist auch schön. Doch, da haben wir das ein bisschen verziert. Wollte ich eigentlich noch gar nicht machen, aber ich habe jetzt gesagt, komm, jetzt bist du einmal dabei. Dann bauen wir uns nämlich jetzt mal solche... Ich brauche mal einen besseren Weg hier hoch. So. Doch, das ist cool. Hier machen wir dann auch noch solche Pflanzen hin. Das wird jetzt nicht hier alles hier bleiben. Obwohl, nee, den mag ich nicht. Ich mag dich nicht. Weg damit. Das war doof. Das hätte man hier zumindest verbinden können. Ich hab doch die Schere hier irgendwo. Da. Er stört mich nämlich so ein bisschen hier. Mach ich den einfach. So. Ist das besser? Fragezeichen. Nicht wirklich. Ich brauche doch noch mal ein paar. So, dupti-dupti-du. Dann haben wir die nämlich weg. Dann mache ich da, da hau ich den Stamm einfach weg. Dann passt das auch. So, dann haben wir noch mal ein paar Blätter. Alleine fürs Dach werden wir ja noch welche brauchen, von daher ist das jetzt nicht verkehrt. Und Holz brauchen wir sowieso, also... So, haben wir das nochmal? Die Folge ist schon wieder bald vorbei, Mann. Aber ich habe, glaube ich, fast alles geschafft. Ne, ich wollte die Lagerfeuer da noch hinmachen. Das machen wir noch. Gut, die Folge könnte ein bisschen länger werden. Lagerfeuer, Lagerfeuer, Lagerfeuer. Ich brauche Fichtenholz, Fichtenholz, Fichtenholz. Birkenholz meine ich. Ich meinte Birkenholz, Birkenholz, Birkenholz. Und Kohle, 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 Kohle. Ich brauche Kohle. Und Eisenklumpen. Brauche ich ein paar. Warte mal, hier den Sand brauchen wir doch zum Beispiel nicht. Den Sieb brauchen wir nicht. Kies brauchen wir nicht. Die brauchen wir nicht. Das können wir auch wieder mitnehmen. Stein brauchen wir nicht. Das... Tausch mal hier. Das hauen wir einfach mal weg. So, und die Stufen pflanze ich einfach hier rein. So, warte mal. Das Eisen wollte ich da jetzt mitnehmen, oder? Oder warum war hier Eisen drin? Lol, da war einfach so Eisen noch drin. Warte mal, so gingen doch Fackeln. Wie heißen die Dinger? Laternen. Boah. Brauchen wir noch ein paar, merke ich gerade. Tschum. Nochmal drei weitere. Ich glaube, vier reichen auf die Schnelle eh nicht, aber jetzt vorerst. So, warte mal. Lagerfeuer. Och nein, aber wir brauchen ja super viele Sticks auch. 1, 2, 3. Zack. Zack, zack, zack. Es ging so hier. Glaube ich. Ich versuche es aus dem Gedächtnis, Leute. Ja, 7 Stück haben wir. Gut. 8 Stück können wir noch machen. Sprich, wir brauchen noch mal ein paar Diggi-Diggis. So, le. Gut, das reicht aber für 8. So. Weil, wie gesagt, ich brauche die Dinger so auf die Schnelle zumindest erstmal nicht. Ah, ich brauche doch eine Schaufel dafür, ne? Sonst kriege ich die ja nicht aus. Das war doch irgendwie so. Oh, das könnte jetzt auch spaßig werden. Warte mal. Stimmt, hier könnte kann da nichts hin. Ich kann es ja trotzdem mal zubauen. Ich glaube, von hier siehst du eh nicht, dass da eigentlich mal so ein Ding war. So. Ist, glaube ich, besser. So. Haben wir das. Dann haben wir das soweit. Aber das sieht schon schön aus. Guck mal hier, Blaubeeren, das da und das da. Das ist schon cool. Es ist cool.
Wer was dagegen sagt, ist nicht cool. So, und hier sollen Lagerfeuer hin. Kann man die nicht oben platzieren? Als ob! Nee. Und da kommt dann nur Kohle raus. Ach nein. So was Doofes. Ich wollte die als Boden haben. Das geht doch auch, dass du die als Boden hast, oder nicht? Aber wahrscheinlich nicht so. Ach nö. Jetzt habe ich mich so auf den Lagerfeuerboden gefreut. Warte mal. Geht das echt nicht? Ist doch jetzt doof. Ich mach's jetzt nicht nochmal. Aber dann müssten wir wahrscheinlich... Also, wir könnten dann nur das hier so drauf platzieren, aber dann ist ja eins zu hoch. Das ist ja auch doof. Gut, dann machen wir da halt die normalen Dinger hin. Schade, das wusste ich nicht. Ich glaube, das hätte nochmal cooler ausgesehen. Aber dann wird's halt nur das Dach. Ist jetzt auch nicht das Problem, sage ich jetzt mal. Zumal wir dann endlich mal hier hinter nochmal laufen können. So. Haben wir das auch mal. Hier kommt Eichenholz noch. Das wollte ich auch schon längst mal gemacht haben. Das soll nämlich einmal... Oder als ob... Einmal hier hinter zu Ende gehen. So hier. Warum sehen wir später einmal, wenn ich irgendwann mal die Treppe hier hochbaue? Weil dann kommt hier dann natürlich die Treppe noch hin. Theoretisch müsste dann hier noch ein Stab hin und dann müsste man... Das könnte man eigentlich schon mal machen. Komm, das machen wir noch. Ich weiß, die Folge zieht sich ein wenig, aber das will ich jetzt gemacht haben. Na gut, ein bisschen haben wir ja noch. Ich dachte, wir sind schon weiter in der Zeit. Reicht das bitte? Bitte. Yeah. Guck, und dann kommt hier die Treppe so hoch. Dann kann man hier so da hoch gehen und dann geht's da hoch und dann da hoch und dann da hoch. So, haben wir das. Ich will nur mal ausprobieren mit dem Dach. Aber ich habe ich... Ah, hier sind die Zäune. Ich weiß gar nicht, wie hoch macht man das? Na, wahrscheinlich genauso hoch wie das hier. Also 1, 2 und dann. 1, 2. Und dann. Wie mache ich denn das aus mit der Schaufel? Einfach... Rechtsklick? Ah ja. Kann ich das dann hier dran machen? Ja, kann ich. Okay, das ist gut. Och nee! Als ob es da jetzt noch von unten Unterschiede gibt. Als ob. Weil dann habe ich die voll falsch gebaut, die zwei hier. Och nein. Ich sag doch, das Lagerfeuerzeug, das wird nochmal so eigenes Unterfangen. Warum brennt das noch? Macht keinen Sinn. So. Ich weiß auch gar nicht, ob das gut aussehen wird. Das ist das Schlimmste an der Sache. Dass ich diese Ungewissheit, ob das überhaupt gut aussehen wird am Ende. Am Ende wird das dann übelster Kack sein. Und ich habe Jahre gebraucht, das zu bauen. Weil es sieht aus wie so Leuchtfeuer. So, warte mal. Dann muss ich jetzt immer in die Richtung gucken. Wie stressig. Sprich, dann hier auch wieder. 1, 2. Und so hier. Zack. Kann ich die von unten auch löschen? Das macht zwar wenig Sinn, aber geht es? Nein, es geht tatsächlich nicht. Mann, seit wann ist Minecraft realistisch? Hallo, was ist denn jetzt los? Weißt du, es regnet drauf, das Feuer geht nicht aus, aber von unten darf ich es nicht ausmachen. So, ach Mann, das wird echt, das wird spaßig, sage ich euch. Gut, das machen wir in der nächsten Folge. Da
Da gibt's Lagerfeuer-Action. Zumal wir noch super viele von denen überhaupt bauen müssen. Aber ich glaube, dass es trotzdem ziemlich cool aussehen wird. Das ist halt die Hoffnung, die ich habe. Ansonsten machen wir nur hier so vorne wie so einen kleinen Pavillon. Zur Not, falls das jetzt kacke aussieht, wenn ich das einmal hier hinter mache. Das alles ist aber eine Sache, die ich in der nächsten Folge mache. Aber wir haben in dieser Folge wahnsinnig viel geschafft, vor allem hier den Eingang. Ah, nein, die. Das mache ich jetzt noch. Tut mir leid, Leute. So viel Zeit muss sein. Das habe ich nämlich jetzt vergessen. Lass mich runter. Hallo. Hallo, ich will... Meine Güte. So, Stein. Ich brauche Stein, 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 Stein. Dann machen wir mal schnell noch ein wenig wunderschönen Stein. Den hier meine ich. So, daraus eine Mauer. So, 4 Stück reicht nicht. So. Stressig. So. Ich glaube, das reicht immer noch nicht. Reichen 8? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Es müsste reichen. Es müsste genau aufgehen. Der Regen ist auch wunderschön nervig. Ah ja, und die Laternen setze ich noch. Komm, dass wir die Treppe wenigstens fertig haben. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Perfekt. Ja, so ist schöner. So, Laternen noch. Laternen, Laternen. Sonne, Mond und Sterne. Hier können wir eine hinpflanzen. Hier. Hier. Und da. Ist das nicht schön? Ist das schön oder ist das schön? Wäre das Wetter jetzt auch schön, dann wäre das noch schöner. Das soll es aber erstmal gewesen sein, aber ich bin super zufrieden, wie das Ganze hier so läuft. Wir stehen hier vor unserer Hütte, die immer mehr aussieht wie eine wunderschöne, verwachsene, bisschen ältere Hütte, aber es ist ja eine Survival-Hütte. Sprich, das ist ja keine wunderschöne Villa oder irgendwas. Ich hoffe, die Folge hat dir gefallen. Ich hoffe, es war okay, was hier alles passiert ist. Und ich hoffe, der Regen nervt nicht so sehr, wie er mich gerade nervt. Egal. Ja, ich hoffe, du... sehr viel, ich hoffe. Aber ich hoffe, du schaltest beim nächsten Mal auch wieder ein. Und bis dahin, ciao, ciao.